bitches lost souls. Oh, and the low head, fucking with the whole ones. We won't get fucked over. Ferraris and Rovers, there's so much he's also. And I'm with that Cobra, now that was left over. They do it all for so. Ein halbes Jahr nicht gefahren. Den ganzen Sommer bin ich vielleicht 5-mal gefahren, wenn es hochkommt. Jetzt denkt sich der Terracer, geiles Wetter, 3 Grad, Nebel, arschglatte Straße. Fährt er mal los? Das denkt er sich jetzt. So, das Schätzchen, wirklich mega lange nicht bewegt. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Ist mein Helm überhaupt zu? Nein, ist er nicht. Nicht, dass mir ja gleich noch der Helm vom Kopf fällt. Und Leute, diese panische Angst, kennt ihr das als Kind? Wenn eure Eltern euch den Schneeanzug zugemacht haben und sie so euer Kinn eingeklemmt haben im Reißverschluss? Diese panische Angst habe ich jedes Mal, wenn ich mir einen Helm während der Fahrt zumache. Wieder auf dem Bike zu sitzen. Wie ihr sehen könnt, da steht ein Weihnachtsmann im Garten. Das heißt, es ist, ja, ich glaube der 14. Dezember oder so. 10 Tage noch dann ist Weihnachten, Leute. Und ich sitze das 5. Mal in diesem Jahr auf meinem Bike. So, erstmal wieder einen guten Eindruck machen. Check. Meine letzten beiden Videos waren beides Autovideos, die im Gegensatz zu den Motorradvideos ohne mal abgingen, wo ich dachte, WTF, ich lade ein Video hoch, das bekommt 10.000 Aufrufe. Ich lade ein Autovideo hoch, 50.000. Boah, ist das geil, Alter. Geiles Wetter, Freunde, geiles Wetter. Ah, ich habe ganz vergessen, wie kalt es eigentlich ist. Aber wir kommen jetzt erstmal dazu, warum so lange nichts von mir kam. Wie gesagt, ein halbes Jahr kein Video auf Instagram. Wirklich fast nichts von mir. Ah, kennt ihr das, wenn ihr so Hirn... Ah, jetzt habe ich noch einen Tropfen ins Auge bekommen. Kennt ihr das, wenn ihr so Hirnfrost auf Motorrad bekommt? So, als ob ihr ein Eis essen würdet? Genauso fühle ich mich hier gerade. Ah, ich habe nicht mal eine Brille auf, weil ich die nicht gefunden habe, weil es so lange her ist, dass ich nicht mehr wusste, wo meine Brille ist. Das heißt, ich bin jetzt ohne Brille los. Ich muss dringend zum Friseur. Meine Haare stechen mir ins Auge. Ach, das ist doch alles schon wieder keine überlegte Aktion gewesen. So. Boah, Alter, ist das geil. Boah. So ein fettes Gefühl. Ich wünschte, es wäre nicht so arschkalt. Ich wünschte, ich wäre in Dubai oder so, aber das Gefühl vom Motorrad ist auf jeden Fall schon wieder mal ziemlich geil. Alter, was ist denn jetzt hier los? Yo, alles klar. Viele haben echt geschrieben, so, yo, Terracer. Ich glaube, heute ist der letzte Tag, wo man noch so shoppen gehen kann für Weihnachten und so. Ich glaube, ab morgen ist dann wieder hier endgültiger Lockdown. Bin ich noch kurz am überlegen, ob ich noch mir noch einen neuen Schlüpper kaufen soll. Boah, ich dachte gerade, die wollen. Aber es ist nur das Bundesamt für Güterverkehr. Ich, apropos Polizei, viele von euch haben mir geschrieben, Terracer sitzt im Knast oder hattest du einen Unfall oder ist der Motorradschrott. Also richtig drastische Szenarien habt ihr mir aufgestellt. Da kann ich euch auf jeden Fall beruhigen. Ich sitze nicht im Knast, ich saß nicht im Knast. Mein Motorrad ist nicht Schrott und auch sonst ist eigentlich nichts Dramatisches passiert. Ich hatte einfach schlichtweg relativ wenig Zeit. So, ich muss einmal schauen, wie voll mein Tank ist. Ob wir noch mal schnell tanken müssen oder ob wir so noch mal kurz. So, ich schau mal hier. Oh, Digga, ich hasse das. Moin, moin. Wie viele von euch bestimmt mitbekommen haben, habe ich ja auf Instagram und auf Facebook, habe ich das so ein bisschen mal ansatzweise gepostet, hatte ich in den letzten Monaten relativ viele Projekte, die ich durchgezogen habe. YouTube war ja immer für mich so ein Hobby, aber halt nie mein Beruf. Also klar, man hat so den Tank mal bezahlen können damit oder mal Motorradteile oder wie auch immer. Dafür war das halt echt mega, mega praktisch. Aber ansonsten richtig davon leben
konnte man auf jeden Fall nicht davon. So, aus diesem Grund hatte ich in der letzten Zeit ein paar Projekte am Start, also eigentlich zum letzten halben Jahr, würde ich sagen. Ich habe unter anderem meine Social Media Agentur richtig gepflegt, also mich richtig um das Projekt gekümmert, konnte auch richtig, richtig coole Kunden in diesem Jahr dazu gewinnen, was natürlich mega ein Erfolg ist und auch mega, mega Spaß bringt. Das war eben ein großes Thema, warum ich einfach schlichtweg nicht dazu kam, viel für euch zu produzieren. Das schon ganz vergessen, wie deppert man sich vorkommt, wenn man so irgendwo in der Ampel steht und einfach mit sich selbst redet. Was kommt noch dazu? Relativ neu, jetzt vor, ja, ich sag mal anderthalb Wochen, Release, die Marke Scan. Das ist ein Social Media Sticker, den könnt ihr quasi selbst programmieren. Also eure Daten, zum Beispiel an Instagram, euer Facebook-Account, euren Snapchat-Account, wie auch immer, drauf speichern und könnt die Daten damit anderen teilen. Ein bisschen schwer zu verstehen, ich blende hier mal ein Video ein. Damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Geschichte. Kam mega, mega gut an bei euch. Und ja, vielleicht auch noch mal eine kleine Erinnerung. Ja, ich blende den Shop unten mal in der Beschreibung ein. Wenn ihr Bock auf so ein Teil habt, gebt mal den Code Terweise ein in dieses Gutscheinfeld oder Rabattcodefeld. Dann bekommt ihr noch mal, oh, ich will nicht lügen, ich glaube noch mal 20% Rabatt. Ein Projekt habe ich noch gehabt, und zwar ist das ein Maskenprojekt, was ich persönlich auch sehr, sehr geil finde. Ich glaube, wir werden dem Schätzchen mal kurz hier eine kleine Schaumwäsche genehmigen. Oh, ich hasse das, wenn jemand in einer anderen Waschkabine ist. Dann hört er uns somit. Aber was soll's. So, ich kann euch das eigentlich mal kurz zeigen mit den Scans. Ich habe das nämlich bei mir hinten aufs Handy raufgeklebt. Konnte das auch, glaube ich, schon zweimal benutzen. Ich benutze es eigentlich eher für mein Unternehmen als Visitenkarte. Ihr könnt natürlich auch eure Daten, so wie eure... Shit, wer ruft mich jetzt an? Ah. Naja, das müssen wir mal später regeln. So. Hier ist so ein Ding. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennt. Das ist auf jeden Fall dieser Button. Ihr geht quasi zu jemandem hin. Hier oben habt ihr einen Sensor drin bei euren Handys. Bei Android-Handys wie so Huawei und Samsung und so, kann auch mal in der Mitte sein, aber bei iPhone ist er auf jeden Fall hier oben. Haltet ihr einfach ran und habt dann gleich quasi meine Daten. Also ob es mein Instagram-Account ist, ob es meine Telefonnummer ist, ob es meine Webseite ist. Da könnt ihr egal was drauf speichern. So, ihr könnt natürlich, so wie ich das mache, jetzt in erster Linie ist es dafür da, um halt eine Visitenkarte auszutauschen, weil ich immer so ein bisschen faul bin, was Visitenkarten angeht, dass ich die dann vergesse oder wie auch immer. Ihr könnt die natürlich auch benutzen, wenn ihr wieder feiern gehen könnt, um im Club irgendwie ein bisschen zu flexen und zu irgendeinem Mädel zu gehen und sagen, hier, hat mein Handy ran und hat sie so eure Daten. So, ist auch ganz lustig. Da könnt ihr auf jeden Fall viele lustige Dinge machen. Hier, so sieht das aus. Ja. So. Machen wir mal kurz eine Instagram-Story. So, Leute, wir sind jetzt hier schön mit dem Schätzchen in der Waschstraße. Es ist schon wieder gleich dunkel. Terweiser denkt sich, wann dreht er ein Video? Nicht im Sommer, sondern bei 3 Grad und Regen. Let's go. Kann man hier einmal gönnen, würde ich sagen. Digga. Nice. Alter, was ist das denn, Mann? Das ist doch kein Powerschaum. Ja. Geiler Powerschaum. Nehmen wir mal lieber Hochdruck. Ja, mein letztes Projekt habt ihr vielleicht auch schon mal auf Instagram oder auf Facebook oder auf TikTok gesehen. Das sind Masken mit verschiedenen Motiven. Also ich kann hier mal ein Foto einblenden. Wir haben jetzt
ganz geile Masken mit Motorradmotiven. Ja, das war es ja schon wieder komplett. Genau, das sind so meine Projekte in letzter Zeit gewesen. Jetzt muss ich mich mal hier selber im Spiegel angucken, ob die GoPro noch läuft. Sie läuft. Aber jetzt kommen wir noch zu einer ganz besonderen Sache. Und zwar, wie es mit Terracer weitergeht. Ob es mit Terracer weitergeht, wie das Ganze ablaufen soll. Mir ist nämlich schon mal passiert, dass ich mein Portemonnaie da oben vergessen habe. Aber ich glaube, es liegt da nicht mehr. Ich muss euch sagen, es geht weiter. Ich habe wirklich jetzt lange drüber nachgedacht, ob ich nicht den Account einfach verlosen soll, dass vielleicht irgendwer, der auch Bock hat und auch so eine Motorradvideos macht, vielleicht einfach sich sagt so, ja, ich habe Hammer Bock und ich würde gerne in deine Fußstapfen treten, ich würde es gerne weitermachen, auch mit Motovlogs. Ich habe noch voll viel Zeit, bin noch irgendwie Schüler, habe Energie, wie auch immer. So, das hätte ich zum Beispiel auch dann Hammer gerne ermöglicht. War auch mein Gedanke, wird auch höchstwahrscheinlich mein Gedanke bleiben. Das heißt, wenn ich irgendwann mal aufhören sollte, würde ich, glaube ich, einfach einen treuen Abonnenten nehmen und würde dann entweder ihm die Seite schenken, wenn ich jemanden jetzt sehe, der da wirklich jetzt seit ein, zwei Jahren oder seit einem halben Jahr oder wie auch immer, aber richtig aktiv dabei ist, die Videos guckt, die Videos kommentiert, auf Instagram aktiv ist, wo man wirklich sehen kann, der hat richtig Bock drauf. Ich habe mir überlegt, klar wird es weiterhin Motovlogs geben, jetzt im Winter vielleicht eher weniger. Ich habe auch schon seit 10 Jahren gesagt, dass ich mir einen verkackten FMF-Auspuff kaufen möchte und mein Motorrad sowieso im Allgemeinen ein bisschen modifizieren möchte. Auch das ist noch in Planung, aber noch nicht weiter fortgeschritten. Es wird zusammen mit Hot Wheels Kfz, kennen bestimmt einige von euch auch, wird jetzt so ein bisschen auch in die Autoschiene reingestochert werden. So, wir machen zum Beispiel wirklich geile Sachen. Also es ist kein Standard, ne? Wir machen dann zum Beispiel RS3-Umbauten, aber einen ganzen Motorumbau. Kommt Golf 2, V6, Turbo, Golf 1. Wird es ein geiles Projekt zu geben. Die ganze RS-Geschichte, also RS4, RS3. Wir werden Autos testen, wir werden zu Autohäusern fahren. Zum Beispiel den neuen Cupra. Also so eine Sachen werden wir machen. Wir werden, muss ich aber auch ehrlich sagen, auch ein paar normale Projekte machen. Zum Beispiel ein Golf GTI, Softwareoptimierung mal mit reinbringen. Wir werden mal ein bisschen ballern gehen. Wir werden auf die Rennstrecke gehen. Wir werden auf der Autobahn ballern. Wir werden Wolfs im Schafspelz Videos drehen. Also mega, mega geile Projekte sind da geplant und auch schon relativ gut vorbereitet. Das heißt, sowas wird höchstwahrscheinlich in nächster Zeit kommen. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr auf sowas auch Bock habt, zusätzlich zu Motorradvideos. Oder ob ihr sagt, macht mal nur Autovideos. Oder ob ihr sagt, macht bitte gar kein Autovideo. So, wenn ihr sagt, ich möchte gar kein Autovideo, dann würde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich einfach einen neuen Account mache, wo wir dann die Autovideos zusammen posten. Das geht natürlich auch. Und auf dem Account würden dann die Motorradvideos bleiben. Im besten Fall natürlich, wenn ihr sagt, yo, wir machen das so, dass wir halb und halb, also mal ein Motorradvideo, mal ein Autovideo, mal Umbauten, mal Motovlogs, mal ein bisschen Scheiße labern, mal mit dem Auto auf der Autobahn ballern, Fahrzeugfolierung, all sowas würden wir euch da mitnehmen, Fahrzeuglackierung, Felgentuning, Fahrwerktuning, aber auch, wie gesagt, diese technischen Motorumbauten. Das heißt, dass wir wirklich mal, ja, 20 Minuten einfach und euch mal ein bisschen mitnehmen und euch einen, ja, 5-Zylinder-Motor vom Audi RS3 zeigen, wie das Ganze so funktioniert, wie die Technik funktioniert und. Ja, das ist alles so in der nächsten Zeit geplant. Tut mir den Gefallen, lasst den YouTube-Algorithmus mal ein bisschen pushen. Kommentiert mal fleißig, liked das Video, teilt das mit irgendwelchen Freunden von euch. Das würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Wie gesagt, schreibt eure Meinung dazu, ob wir auch in die Autoschiene gehen sollen, ob ihr da auch Bock drauf habt. Von mir aus auch irgendwelche Dreier-BMW-Drift-Videos oder so, also, oder Japaner. Also egal was für ein Auto, ihr könnt auch super gerne schon reinschreiben, welches Auto ihr sehen wollt, welche Autos ihr sehen wollt. Und dann hauen wir da richtig, richtig geile Videos raus.
Und im Zusammenhang dazu kann ich euch auch einen kleinen Teaser geben, dass es zu 99% mein Gesicht entgeben wird auf dem Autokanal. Keine Ahnung, aber das kann auf jeden Fall passieren. So Leute, das war's erstmal mit dem kleinen Video. Ich weiß noch nicht, wann es online kommt. Auf jeden Fall folgt mir auf Instagram, folgt mir auf TikTok, folgt mir auf YouTube, schreibt in die Kommentare. Kuss geht raus, ich hab euch lieb.